Hier seht ihr die montierte TFA drehbare Geberstange. Jetzt auch mit dem neuen Hummingbird Live-Geber, mit dem wir gleich auf dem Wasser sind. Wir haben hier den Mega Live Imaging Geber von Hummingbird. Er ist jetzt aktuell im Down-Modus. Guckt nach unten, man sieht das auch. Ich drehe die Stange mal. Wir haben hier eine Skala mit D für Down und hier den Parallelstrich quasi an dem Bracket. Wenn ich den jetzt verändern will auf den Forward-Modus, muss ich den Geber quasi einfach ein Stück drehen. Das ist ein Rastermechanismus. So, jetzt stehe ich hier auf F für Forward-Modus. Wenn ich den Geber dann drehen würde beim Angeln, dann sieht man auch, dass er nach vorne schaut etwas. Und dann habe ich noch den Landscape-Modus. Da habe ich hier einen Einstellungsbereich, das richtet sich ein bisschen nach der Gewässertiefe. Den ist mal ein bisschen mittig. So, und wenn ich den Landscape-Modus dann quasi ausrichten will, dann muss ich hier am Bracket noch zwei Knöpfe drücken. Und stell den Geber einfach hoch und habe dann breit gefächert das Bild. Da sind die Fische, da sieht man sie im Side Imaging. Links, Alter. Dreht uns der Wind natürlich hier weg. Da sind sie. Mega live, aber die Fische schwimmen in die andere Richtung und der Wind driftet uns gerade weg. Das heißt, wir entfernen uns davon. Das sind die ganz nahen. Ja, das sind das ist ein bisschen was Größeres, auch hier die beiden. Ja. Oh, toll. Man sieht, die sind halt von der Farbe her, von der Farbgebung wesentlich intensiver, ne? Man sieht die schon ganz gut schwimmen, so, ne? Ja. Absolut. Ja, da war schon größere Fische dabei. Auf jeden Fall. Die seitliche Sicht ist bei der aktuellen Livegebertechnik auf ca. 20 Grad beschränkt. Dadurch wird, um Fische zu finden, eine drehbare Geberstange nötig. Diese gibt es von Technik für Angler auf Basis der Minn Kota Geberstange. Das sind Luftblasen, die aufsteigen. So, du könntest an der Stange drehen, wenn er aus dem Bild verschwinden sollte. Na, der steht relativ ruhig. Ja, im 2D ist er noch nicht ganz drin. Das jetzt schwimmt er ein bisschen nach vorne. Beziehungsweise wir treiben auch von ihm weg.
andere Richtung Tor vorne. Knapp 10 Meter weg. Mach immer einen Vorwärts. Wir müssen beide werfen. Nein, nee, vor uns. Du musst den Stock nicht parallel zum Boot haben. Ja. Seil drüber. Das läutet den Fischfang ein. Schwach. Das ist schon weg, ne? Ja, das ist unterwegs die ganze Zeit. Das sieht doch schön aus. Ist das ein Vegetarier? Meter weg ist es. Mittelwasser. Wo ist er jetzt? Jetzt sind wir da drüben. Ja, da ist der Fisch. Der Köder ist rechts davon, sehen wir nicht. Fast unterm Boot.
schon mehrere Fische, ne? Das ist nicht ein großer wie eben. Das eben war easy, ein Meter plus Hecht auf jeden Fall. Was a nice one. Bunker, glaube ich, der quasi runtergeht noch. Mhm.